Hallo liebe Pferdefreunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von dem Spiel Mein Riding Stables Life with Horses. Mein Gestüt. Ja, ich bedanke mich für alle, die beim letzten Mal mich kostenlos unterstützt haben mit Däumchen hoch, abonnieren und kommentieren. Wenn du dich jetzt fragst, hey, wie kann ich dich dann auch dich kostenlos unterstützen, dann kannst du es gern tun mit Däumchen hochklicken und so. Genau. Ja, weil dadurch gebt ihr mir auch Feedback, sozusagen, wie es euch gefällt und überhaupt. Und vor allen Dingen, ja, macht es natürlich auch so Spaß, euch auch weiterhin Content natürlich zu liefern, sozusagen. Mit Livestream, neue Let's Play-Folgen, neue Spiele und hat man nicht gesehen. Genau. Kurzer Sinn, lange Rede, nein, andersherum. Wir gehen zum Spiel über. Das ist, glaube ich, besser. Was? Dein Fohlen ist jetzt... Oh! Ui! Was? Nein, ich behalte ihn. Ich will mein Fohlen nicht verkaufen. Oh, das gucken wir uns jetzt mal erstmal an. Oh mein Gott, unser Fohlen, das ist erwachsen geworden. Das ist ja... Oh, ist es so süß. Okay, erstmal Pferde füttern. Und Boxen sollte ich auch nochmal machen. Dann bräuchte ich ja gleich auch nochmal einen Sattel dann nochmal, ne? Das kommt ja gerade genau hin noch mit dem Heu, ey. Achso. Wollte schon sagen, hey, ich habe doch die Pferde gefüttert jetzt. Okay, so. Ausmisten, ja. Okay, dann gucken wir auch erstmal hier. Immer wollte ich gerade gucken und dann auf einmal kommen Gäste. Das ist doch... Das ist doch wieder typisch. Guten Tag. Hallo, ja, Sie dürfen über Nacht bleiben. Sehr, sehr gerne. So. Okay. Putzen. Wir putzen unser Fohlen. Oh, ist das toll. Oh Gott, da bist ja wirklich noch ganz schön dreckig. Weiter putzen. Weil ich möchte so ein bisschen jetzt das Vertrauen noch mal ein bisschen machen. Okay, so. Okay, und dann Hufe reinigen. Da ist ja kaum was drin in dem hier.
So. Sehr schön. Gut, gut. Ja, wie gesagt, dann gehe ich jetzt noch mal eben und kaufe vielleicht wirklich noch mal einen Sattel. Wir haben ja ein bisschen Geld gesammelt, also von daher passt das ja eigentlich auch ganz gut. So, an die Pferdezubehör, glaube ich, ja. Na. Ich glaube, wir haben noch nicht den weißen Sattel. Der sieht aber schon sehr, sehr merkwürdig aus. Aber okay, ich kaufe ihn. Was ist eigentlich hier mit... Ach so. Warm und wasserdicht. Ich kaufe das einfach mal. Ich will das mal wissen. Dann kaufe ich auch noch mal dieses hier. Ich gebe irgendwie schon wieder zu viel Geld aus. Cool, ich meine, ich könnte mir natürlich auch mal was kaufen. Ich kaufe mir so selten mal was. Okay. Ich kaufe das hier einfach mal. Weil anscheinend habe ich jetzt genug Punkte dafür. Das ist wahrscheinlich also fürs Turnier wahrscheinlich, oder? Was ist das? Den kann ich einfach auch. Okay, dann weiß ich Bescheid. Guten Tag. Hallo. Jo. Pferdefütter. Was stimmt mit meinen Pferden im Moment nicht? Die wollen immer gefüttert werden. Okay, der nicht. Also der wird wahrscheinlich gerade geholt. Deswegen kann ich ihn gerade nicht füttern. So. Den einzigen, den ich jetzt natürlich nicht füttern konnte, war Juri. So, ich möchte dich nämlich mal reiten. Bist du jetzt fertig? Ja, okay, Pferd führen. Du kriegst mal den weißen Sattel. Kann ich da so mit meinem Pferd? Guten Tag.
Ernsthaft? Warum darf ich das nicht mit meinem Pferd machen? Oh, Gott sei Dank. Dachte jetzt schon, dass ich dieses mein Pferd erstmal wegpacken müsste dafür. Ey. Das wäre noch was geworden dann. Hey, guck mal, das ist ja voll gut schon. Und den hätte ich verkaufen sollen? Nee. Vor allem mit dem brauche ich ja gar nicht trainieren mehr. Der kann ja alles. Der ist ja cool. Einfach nur, weil wir es können. Der lässt sich vor allem richtig gut reiten, ey. Allein wie schnell der irgendwie ist. Das ist echt unglaublich. Okay, zu schlagen ist halt, oh, ein, zwei, oh Gott, wir hatten ja doch, ha, wer weiß wie viel Zeit. Das ist ja cool. Also Pferde zu züchten, lohnt sich anscheinend. Hey. Vor allem, wenn man sie anscheinend danach behalten will. Oh, ernsthaft? Wie viele bekomme ich denn bitte schön? Guten Tag. Vor allem so spät noch. Ja, sie können über Nacht bleiben. Dann führe ich dich halt jetzt in die Box. So. Schönen Tag. Ja, das wünsche ich Ihnen auch, danke. So, dann komm mal mit. Dann führen wir dich mal wieder in die Box. Bitteschön. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum nehmen die immer Jury? Jury. Warum? So, ich will jetzt das nochmal.
okay. Der Zuchtvorgang ist abgeschlossen. Kundenvorgabe eingehalten zu 50%. Leihgebühr für Hengst 50 Credits, bezahlen für Fohlen 61 Credits. Reingewinn 11 Credits. Wow. Aber okay. Man hat es ja mal hinbekommen. Oh, der Tag ist schon wieder rum. Okay, Online-Shop kosten 540 Euro haben wir ausgegeben. Oh mein Gott. Und wir haben gerade mal eigentlich nur eingenommen 151. 100, das macht eine Einnahme von heute von 331. Somit haben wir 590 ausgegeben. Ja, wunderbar. So, Leute, das war's erstmal sozusagen mit diesem kleinen Spiel erst einmal. Wie gesagt, wir haben ja noch viel mehr zu tun. Genau, falls du es noch nicht getan hast, mich zu unterstützen, kannst du es noch gerne tun. Kostenlos natürlich. Dauert auch nur ein paar Sekunden. Einfach Däumchen drücken sozusagen. Es sei denn, du möchtest auch noch ein liebes Kommentar da lassen, dann das natürlich auch noch ganz, ganz gerne. Oder wenn du es auch noch nicht getan hast, abonnieren, weil dann verpasst du auch keine neuen Folgen oder auch keinen Livestream-Ankündigungen. Und den Livestream natürlich dann auch nicht. In der Hinsicht. Ja, genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und man wird sich dann sozusagen an beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und überhaupt. Und macht's gut, Leute. Das war eure Playful Kitty. Tschüss.